Formeln und Daten, Fakten, Fakten, alles wissen, nicht raten, wie ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss, und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, gehen mit meiner Maus bei mir zu Hause in meine Welt durchs Internet. Alles ist relativ normal. Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic an. Also mach dir keine Sorgen, denn wir sind die Kids von morgen. Bertie und Feli sind seit längerem ein glückliches Paar. Für mich bist du die Nummer eins. Laila erzählte Manuel, dass sie sich neu verliebt hat. Shoppen gehen. Ich hab da jemanden kennengelernt. Cool. Und den sehe ich jetzt gleich. Oh. Manuel schien sich nicht besonders darüber zu freuen. Doch dann... Wie heißt du? Manuel. Guten Morgen, Prinzessin. Hier. Wow, die stehen ja super. Gleich für meine Freundin. Jeden Tag ein Geschenk aus dem Adventskalender. Und heute sogar zwei. Feli, das wird zu viel. Will ich niemals. Die hab ich mir schon lange gewünscht. Tatjana ist heute bei der Steiner Blitzen backen. Und treibe mir zum Hören? Oh, das geht nicht. Ich bin mit den Jungs verabredet. Die wissen schon gar nicht mehr, wie ich aussehe, wenn ich immer nur mit dir abhänge. Muss das ausgerechnet heute sein, wenn ich sturmfrei hab? Süße, bitte. Nur dieses eine Mal. Wenn's sein muss. Echt bei dir übernachtet? Ich halte eben meine Versprechen. Ich auch. Die Bräunin hat nichts mitbekommen. Gestern Abend warst du auf dem Klo und heute Morgen joggen. Ja, cool, danke. Nicht dafür. Wann lerne ich eigentlich die Supernelle kennen? Also erstmal lerne ich die Supernelle kennen. Heute, morgen, übermorgen. Hi, Manuel. Ist dir immer noch das gleiche an wie gestern? Ja, ich habe das Outfit eben doppelt. Ich finde, das steht mir ganz gut. Und sonst hast du die wieder gesehen? Und sonst hast du den wieder gesehen? Morgen allerseits. Ich darf euch die neue Referendarin vorstellen, Frau Nele Meinel. Oh. Ja, Frau Meinel, die Klasse gehört Ihnen. Morgen. 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 Was hältst du vom Plätzchen? Sandgebäck. Das wird cool. Cool. Mit oder Schokolade? Keine Ahnung. Mit. Hey, bis später. Triffst du dich nachher eigentlich mit Nino und Marc? Yes. Mit denen habe ich ewig nicht mehr gequatscht. Wir können auch zu viert losziehen. Siehst du, das haben wir doch schon geklärt. Ich möchte mal was alleine mit den Jungs machen. Na super. Tagsüber triffst du dich mit den Jungs. Und heute Abend gehst du bestimmt mit ihnen allein in den Club. Und wenn? Schau, Feli. Wir gehen meistens gemeinsam zur Schule. Wir essen zusammen Mittag. Nachmittags kommst du zu mir oder ich zu dir. Wir waren letzte Woche einmal zusammen auf dem Weihnachtsmarkt und, lass mich überlegen, zweimal im Club. Aber das ist doch normal, wenn man sich liebt. Lass uns nachher reden. Ich muss noch was vorbereiten, bevor Zech kommt. Ich wäre gerne jede Sekunde mit Vivian zusammen gewesen. Sei froh, dass du sie los bist. Bist du drüber weg? Blöd, Mann. Manchmal ja, manchmal nein. Naja, wieder ein Mädchen weniger, bei der ich in Stottern komme. Dreh dir noch mal eine Runde. Ich bleib noch mal hier. Na klar, komm. Da wird sich meine Frau aber freuen. Ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk. Schwarzer Engel, was kann ich für dich tun?
Können Sie mich vielleicht auch zeichnen? D'accord. Ich zeichne gern eine Mischung aus dem jungen David Bowie und Captain Jack Sparrow. Jack Sparrow. Captain Jack Sparrow. So viel Zeit muss sein. Was wollen Sie für das Bild denn haben? Ist das Bild für dich? Ich will es meiner Freundin schenken. Aus Liebe? Als Entschuldigung. Très bien. Hör ich eine gute Geschichte, ist das Bild umsonst. Und du hast echt nicht gewusst, wer sie ist? Natürlich nicht, sonst hätte ich ja nicht. Sonst hättest du nicht was. Mensch, Leila, hör doch mal auf. Wer ist eigentlich der Typ, mit dem du mal abhängst? Der ist auf alle Fälle nicht mein Lehrer. Bis später. Dass du sie nicht nach ihrem Beruf gefragt hast, das verstehe ich echt nicht. Ich wusste ja, dass sie auf Lehramt studiert, aber dass sie gleich auf dem Einstein auftaucht. Es geht ja alles noch. Was? Es gibt noch mehr? Ich habe erzählt, ich wäre 19 und studiere BWL. Oh, oh. Und dass dein Vater mir angeboten hat, eines Tages eine Hotelkette zu übernehmen. Tickst du noch richtig? Was hat sie dazu gesagt? Na, wir hatten bisher noch nicht die Gelegenheit, darüber zu reden. Vielleicht habt ihr sie jetzt. Viel Glück. Ich mag den Vergleich mit Bowie. Ich kenne zwar nicht viel von ihm, aber musikalisch hat er überall seine Finger drin. Leider auch nachgemacht. Und das nicht gut. Nachgemacht? Na, mein Lieblingslied. Dans le Port d'Amsterdam. Von Jacques Brel. Seine Hymne. Na, dagegen von Bowie. Aber zurück zu deiner Fee. Sie ist das süßeste Mädchen auf der Welt. Aber sie nimmt dir die Luft zum Atmen. Sie versteht nicht, dass ich nicht rund um die Uhr mit ihr zusammen sein kann. Ich wollte heute nur einmal was mit meinen Kumpels zusammen machen. Und jetzt? Hast du ein schlechtes Gewissen? Obwohl sie eins haben müsste. Es ist also okay, was alleine zu machen? Mais bien sûr. Schau mal, was du ihr dafür Sensationelles mitbringen wirst. Rosanne! Rosanne, bitte bleiben Sie doch stehen! Und, wie ist dein Bild? Na, Fantasie hast du ja mehr als genug. Ich wollte halt unbedingt bei dir landen. Das ist eigentlich böse, ja. Man hätte mir die Wahrheit gesagt. Ich habe gemerkt, dass du geblufft hast. Zumindest das mit dem Studieren. Fand's charmant. Kauf's nicht. Manuel, unter anderen Umständen ja, aber so muss unsere Nacht einmalig bleiben. Okay. Und er hat tatsächlich gesagt, dass er mit seinen Freunden allein sein will? Ja, ganz schön gemein, nicht? Weißt du was? Ja, du hast recht. Berti hat recht. Wie bitte? Für dich? Eine Entschuldigung dafür, dass du alleine aus warst. Angenommen. Ist die Tasche auch für Feli? Nein, die ist von der Frau, die das Bild gemalt hat. Hast du schon reingeschaut? Ich durchwill doch keine fremden Taschen. Na, wie willst du sie sonst zurückgeben? Ups. Wo sie überall war? Afrika. Und hier, Ayers Rock. Da wohnt sie. Bestimmt. Seniorenstift St. Martin. Volltreffer, Miss Marple.
bin schon aufgehängt. Das ist super schön. Du hättest die Frau erleben müssen. So lebendig. Sie wusste sogar, wer Captain Jack Sparrow ist. Alte Menschen erleben noch was. Irgendwie traut man ihnen das nicht mehr zu. Wollen wir heute was zusammen erleben? Weihnachtsmarkt? Gerne, ich muss noch vorher noch die Tasche bei Frau Sandel vorbeibringen. Hallo, können Sie mir sagen, wo ich Frau Sandel finde? Du bist selber in der Tasche. Hi, ich bin Eva. Aber Frau Sandel sitzt am Aquarium. Sie freut sich schon. Komm, zeig dir, wo es ist. Okay. When it's waiting for you, just close your eyes and say goodbye. Here in your... Du kannst ruhig hingehen. Okay, danke. Frau Sandel? Guten Tag. Ich bringe Ihre Tasche. Frau Sandel? Frau Sandel? Hat denn deiner Feli das Bild gefallen? Oh ja, sehr. Sie hat es sofort aufgehängt. Oh. Ja. Oh. Was machst du denn hier? Wie wär's mit guten Tag? Ich bin der Enkel der Cousine dritten Grades Ella aus Afrika. Was haben Sie mit Frau Sandel gemacht? Frau Sandel muss sich heute ausruhen. Und du komm morgen wieder, wenn du nicht schon wieder in Afrika bist, hm? Das werde ich. Ja. So, Frau Sandel. Eine noch. Frau Sandel, ärztliche Anordnung. Na, geht doch. Kann doch nicht gestern so und heute so sein. Was habt ihr mit ihr gemacht? Hat das etwas mit den Pillen zu tun, die dieser Drache ihr gebracht hat? Sind das Tranquilizer für Alte? Was ist die Alternative? Frau Sandel ist die Woche dreimal weg, ohne sich abzumelden. Soll sie vor ein Auto laufen oder stürzen und sich den Oberschenkelhals brechen? Und wenn ich sie nicht finde, bei der Kälte erfriert sie. Willst du das? Aber ihr könnt die Alten doch nicht einfach ruhig stellen. Du hast doch keine Ahnung. Ich hab gleich den Schluss. Ich kapier echt nicht, warum ich dir das alles erzähle. Weil ich es wirklich wissen will. Okay. Hör auf. Du machst mich kirre. Ich bin stinksauer. Bert ist nicht gekommen. Also rase ich pro Bewohner in 10 Minuten durch oder noch schneller. Dann müsst ihr mehr Leute einstellen. Von welchem Geld? Ja, Berti löst all unsere Probleme auf einen Schlag. Nein, was wirklich die halbe Miete beim Altwerden ist, ist den Kopf fit halten und die Hände beweglich. Ich habe schon wieder keine Milch und nur ein Stück Zucker im Kaffee. Ja, Herr Brehm, ich kümmere mich gleich darum. Berti ist kein Mistkerl. Da steckt bestimmt was dahinter. Jetzt wäre eine gute Gelegenheit, ihn anzurufen. Berti. Hi. Prinzessin, sorry. Wo bist du? Nicht mehr auf dem Weihnachtsmarkt. Süße, entschuldige, ich bin noch bei Frau Sandel. Stell dir vor, die ist heute völlig Muni. Ist sie krank? Ich würde eher sagen, auf Droge. Wie bitte? Ich erklär's dir morgen. Ich muss mich noch kümmern, ist das okay für dich? Ja, klar. Tschüss. Er ist noch bei der alten Frau. Immer noch sauer. Nein, ja, geht's nicht gut. Ich geh zu ihm. Ich weiß, was du jetzt denkst.
Aber das ist es nicht. Ich will nur helfen. Manchmal nerven sie. Aber trotzdem, ich liebe meine Arbeit. Wer da eben? Wir nennen ihn Polarforscher. Seine Geschichten sind super spannend. Aber er verkalkt zusehends. Warum? Ihm hört keiner zu und stellt Fragen. Frau Sandl übrigens auch nicht. Dabei hat sie diesen herrlichen Schlüsseltick. Von jeder Wohnung oder jedem Hotelzimmer hat sie einen Schlüssel behalten. Deswegen also. Jeder Schlüssel eine Geschichte. Ja, einmal, als Frau Sandl in New York war, war sie auf dem Empire State Building und war von der Aussicht ganz begeistert und wollte als Erinnerung einen Schlüssel haben. Dort oben gab es aber weit und breit keinen. Also hat sie in einem unbeobachteten Moment, als sie mit dem Aufzug nach unten gefahren ist, dem Aufzugsmenschen aus seinem Aufzugscomputer-Dingsbums einen Schlüssel geklaut. 3 Stunden lang konnte keiner rauf noch runterfahren. Steht sogar in einer Zeitung, die sie aufbewahrt. Am Einstein läuft so ein Videoprojekt. Das leidet zwar ein Kotzbrocken, aber mit dem rede ich mal. Und vielleicht kann der auf das Heim hier aufmerksam machen. Und wir können helfen. Ja, warum nicht? Die haben da echt geile Bewohner. Polarforscher, Formel-1-Mechaniker. Ich könnte dir alle Hintergrundinformationen liefern. Was hältst du davon? Was ich davon halte? Nichts. Dein Vater hat auch immer so komische Ideen. Und du bist genauso ein Loser. Pock, du kannst Persönliches nicht von Sachlichem trennen. Doch, kann ich. Persönlich mag ich dich nicht. Und sachlich habe ich schon ein anderes Altersheim im Visier. Guten Tag noch. Prinzessin, hi. Voilà. Das hat der Adventskalender heute ausgespuckt. Jetzt habe ich dein Herz immer bei mir. Hast du dich gestern noch lange um die alte Dame gekümmert? Stell dir vor, die haben mir Beruhigungspillen gegeben. Das sah eher nach Jungbrunnenpille aus. Das Mädel, mit dem ich es gesehen habe. Du spionierst mir nach und missverstehst dann auch noch die Situation. Ich wollte dir mit der alten Dame helfen. Das konnte ja nicht anders. Dass ich mich mit ihrer alten Pflegerin unterhalten habe, um mich zu informieren? Weil ich etwas für die Alten tun wollte? Genau, so sah das aus. Und um 5 werden die Alten schon wieder ins Bett gelegt, damit die Pfleger bis abends fertig werden. Das wäre was für den Einstein-Express. Ich spreche gleich mal mit Nino. Das ist eine super Idee. Kannst du mir ein Brot geben? Papier ist geduldig, aber wir müssen mehr machen. Was? Für mich gehören Altersheime eh abgeschafft, weil sie den alten Menschen nicht gerecht werden. Ich bin für offene Wohngemeinschaft. Super, wir können ja so eine Demo machen. Schafft die Heime ab. Gott, schon wieder das alte Thema. Es wird langsam echt langweilig. Das ist überhaupt nicht. Klar, dass du dich um sabbernde Alte und Kranke kümmern willst. Philipp. Meine Oma hat 6 Jahre in so einem Heim gelebt. Mich hat es da mal ein bisschen gegruselt. Diese Stimmung, diese Atmosphäre dort. Die alten Menschen haben sich so gelangweilt. Ja, genau. Und deshalb müssen wir da mehr Leben reinbringen. Also ich will später nie in so ein Ding. Lieber sterb ich. Das sagst du jetzt. Aber wenn es soweit ist, willst du vielleicht gar nicht sterben. Sagt ein Emo. Ihr wollt doch alle Tage abkratzen. Wollen wir mal zusammen dorthin? Philipp, alles klar bei dir? Sie spielt es jeden Nachmittag. Das ist eins ihrer Lieblingslieder. Irgendwie können die es nicht rüberbringen, wie cool es sein kann, einen Polarforscher zu kennen. Und was willst du dagegen machen? Willst du deine Mitschüler hierher zerren, damit sie ihn kennenlernen? Wir zerren unsere Leute nicht zu euch. Wisst ihr, was wir machen? Ihr kommt zu uns. Und dann? Dann wird sich unterhalten und Kaffee getrunken. Und wenigstens an einem Nachmittag sind die Alten fix im Kopf und beweglich mit den Händen. Hast du selbst gesagt, dass es das ist, was sie brauchen? Ja. Na, dann lass uns mal mit der Pflegedienstleitung sprechen. Mach nur weiter so, dann bist du ihm bald los. Merkst du nicht, wie du ihn erdrückst? Und die Blonde? Die ist, wie er gesagt hat, die Altenpflegerin. Sie hat ihn angefasst. Hast du anders nie angefasst? Doch. Dann denk mal scharf nach. Du meinst, ich habe es gebaut? Hm. Wenn ich Betty jetzt anrufe und mich entschuldige, glaubst du, das ist auch ein Eng? Nein. Das wäre eher eine Befreiung für ihn. Das wäre doch eine echte Chance, jung und alt zwanglos zusammenzubringen. Ja, wir würden auch alles organisieren. Ich find's gut. Ob es ein Erfolg wird, kann ich aber nicht versprechen.
Schwester Helene, Sie müssen im Januar unbedingt noch mal 3 Sommerschichten fahren. Weggedrückt. Er ist sauer. Nein, er hat ein schlechtes Gewissen. Ihre Ehrlichkeit hat mich überzeugt. Morgen kommen einige von unseren Bewohnern zu Ihnen ins Einstein zum Kaffee trinken. Danke. Danke. Bitte, bitte. Siehst du? Berger hat sogar ein Plakat im Lehrerzimmer aufgehängt. Echt? Habe ich gestern schon gemerkt. Sof? Nee. Außen vorbei. Keine Fragen, bitte. Prinzessin? Was ist denn bei euch los? Deutlich zu viel Zickenalarm. Eigentlich schade. Stimmt, ja. Ich glaube übrigens, du hast deinen Schal bei mir vergessen. Ja. Kann ja niemand was sagen, wenn du dir den heute Abend bei mir abholst. Coco Chanel war exzellent. Nichts, was so heute alles so ganz normal ist. Ist der Schlüssel zu ihrer Darmtoilette. Kommt hier Gas, Benzin, zusammengedrückt. Oma? Ja? Können Opa und du auch mal so werden? Also, ich meine, zittern und nichts mehr sehen und so. Hä? Zittern und nichts mehr sehen. Also, Sophie, wir haben mindestens noch gute 20 Jahre vor uns. Und dann werden wir höchstens ein bisschen schwerhörig. Wie bitte? Schwerhörig. Ah! Ich noch einen mit dem Knoblauchhauch. Also, das haut mich. Wollte sich nicht Feli um Frau Sandel kümmern? Vielleicht können wir nach den Ferien noch mal sowas machen. Ja, das wäre toll. Der heutige Tag bringt mindestens 1 Million graue Zellen wieder in Gang. Bin gleich zurück. Ich will nur schnell zu meiner Freundin. Wolltest du dich nicht um Frau Sandel kümmern, Prinzessin? Ich kümmere mich erst um was, wenn du dich bei mir entschuldigst. Wofür? Du hast mich gestern einfach weggedrückt. Ich war mitten in einer Besprechung mit der Pflegeleitung. Womit der? Blondenpflegeleitung. Du glaubst mir schon wieder nicht. Das wird mir alles zu viel. Deine ständigen Vorwürfe, dein Misstrauen, deine Eifersucht. Felicitas, mach es bitte nicht kaputt. Von morgen.